In traditionsreicher Umgebung, mitten im Herzen Rostocks, befindet sich die Klostergoldschmiede von Dorin Kipke-Repenning. Die reichlich erfahrene Goldschmiedin erschafft hier bereits seit dem Jahre 2002 einzigartige Schmuckstücke. Also die etwas längere Geschichte ist die, dass mein Vater mir mal irgendwann per Brief ein Blatt über den Beruf geschickt hat, so ein Berufsberatungsblatt. Ich habe mir das durchgelesen und fand, das ist es. Und dann habe ich mich dann darum gekümmert, hier in Rostock einen Ausbildungsplatz zu finden. Es gab aber in dem Jahr keinen. Dann habe ich versucht, in Ribnitz-Damgarten unterzukommen. Ich wäre auch, aber man hat mir dort gesagt, ich soll mir erst mal angucken, was ich da machen würde, und zwar Bernsteinschleifer. Sprich immer nur zzt, zzt. Das war das, was ich mir nicht gewünscht habe. Und dann habe ich doch hier nachher Glück gehabt, dass wir dann hier bei Dienstleistungen Rostock untergekommen sind. Ja, wir haben es noch sehr traditionell gelernt, alles per Hand. Es hat sich ein kleines bisschen geändert. Es gibt schon einige Maschinen, die die Arbeit erleichtern. Also ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit, Schmuckstücke in Wachs zu arbeiten, gar nicht mehr mit Metall, und das dann ausgießen zu lassen oder selber zu gießen. Wir versuchen aber trotzdem, dieses per Hand beizubehalten, auch wenn das jetzt lange dauert und dann für den Kunden etwas teurer ist. Aber es ist halt kein Maschinenprodukt, und das wissen dann unsere Kunden zu schätzen. In jedem Schmuckstück spiegelt sich auch ein Teil des Goldschmiedes wieder. Wie viel Persönlichkeit hineinfließt, liegt letztendlich aber beim Kunden. Manche geben mir das sehr stark vor, dann kann ich natürlich nur das Fachliche noch organisieren. Aber manche lassen mich auch und sagen, machen Sie mal, und dann gefällt es Ihnen, und das ist natürlich wunderschön. Ja, mir ist wichtig, dass ich sehen kann, was ich gemacht habe. Ich muss ein Ergebnis haben, was ich in der Hand halten kann, oder wo ich vielleicht sehe, dass die Kundin sich darüber freut. Das ist mir das Wichtigste. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Goldschmiedeprodukten zwar gestiegen, aber die Konkurrenz in der Schmuckbranche ist hoch. Und das nicht nur von Seiten anderer Goldschmiede. Massenproduzenten gibt es überall. In jeder Stadt sind sie gleich. Und wenn wir jetzt hier, so wie hier, so einen schönen Ort haben, wo die Touristen hinkommen, dann wird das auch positiv bewertet. Oh, hier gibt es was Schönes, das gibt es nirgendwo anders. Und ich glaube, diese Nische ist für uns gut. Es ist ein sehr zäher Prozess mit dem Wachsen. Man muss halt immer besser werden. Man hat die Konkurrenz, man muss etwas anderes bieten. Und ich glaube, das wird sich erst mit der Zeit einregulieren, wer übrig bleibt und wer nicht. Da bleibt nur zu hoffen, dass das Goldschmiedehandwerk mit seinen einzigartigen Kunstwerken auch weiterhin eine steigende Nachfrage erfährt und nicht wie schon viele andere Handwerke zuvor von der Massenindustrie verdrängt wird.